Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Let's Test angezeigt. Heute mit Kids Quest. Meine Wenigkeit Klonkodrache, Harladin und Speedturn dabei. Grüßt euch. Der da mal reinkart, schau, dann herzlich willkommen. Fixe. Ja. Schönes Action-Adventure. So ein bisschen, ne, Banjo-Kazooie-Style. Jump'n'Run, genau. Ja gut, das ist ein Action-Adventure, ne? Wir haben es kurz schon mal angezockt, Klonkor stellt sich ganz gut an. Sowas geht immer mal, wenn es nett gemacht ist, gibt's da nichts zu meckern. So, hey Kid, herzlich willkommen in der Demo. Warum bist du hier in der Kaskade-Ravine? Was ist deine Quest, auf der du unterwegs bist? Sorry, aber du musst noch ein bisschen warten, bis das komplette Game raus ist und du alles darüber erfahren kannst. Warum, warum tust du nicht erstmal erkunden? Weil, ja, mehr kannst du erstmal nichts machen. Und, ich find's cool, dass das so im Anfangsdialog ist. Genau, das ist mega cool gemacht, auf jeden Fall. Und ich denke mal, du kannst hier viele interessante Sachen finden. Und ich kann mit R jumpen und dann nochmal jumpen. Und wenn ich mich aggressiv fühle als Fuchs, dann kann ich auch mal die Klauen zeigen mit X. Ja, und wir werden eine interessante Welt hier finden in der Demo, ja. Genau. Und da sehen wir's, wir müssen magische Drachenzähne sammeln. Also hattest recht, Horler. Siehst du? Magische Drachenzähne. Wie immer. Sehr gut. Ja, das ist wirklich wie Banjo-Tooie, wer es vielleicht noch kennt von früher. Gibt es auch auf dem Kanal, könnt ihr euch mal angucken, die zwei. Und da ist auch oft so, dass du eben ein Stück laufen musst und musst dann immer so mit Charakteren reden, um Nebenquests zu machen oder eben rauszufinden, wie es weitergeht, ne? Sachen einsammeln, jawohl. Puzzle, die Dame, da waren es Puzzleteile. Ja, richtig. Und hier sind es halt dann jetzt einfach diese magischen Drachenzähne. Aber Scott, schreibt mal rein, Leute, was habt ihr so für Jump'n'Runs gespielt früher, ne? Ich bin mal gespannt, wie viele Leute schreiben Mario 64. Aber es gab ja noch unglaublich viel mehr, ne? Also es gab ja Banjo-Tooie, es gab das Gecko-Ding hier. Oh. So, ja, war scheiße, aber Gecko Enter the Gecko, Gex Enter the Gecko. Gex Enter the Gecko, genau. Und ja, gab's viel Zeug. Muss ich wieder an unser Special denken. Leider. Auf dem anderen Kanal. Aber da war auch. Also, die Kommentare. Da haben wir immer so gemacht, weil. Wenn ihr es mal sehen wollt, schreibt's mal rein. Gute Spiele, schlechte Spiele. Die wir damals gespielt haben, jetzt gespielt haben. Und haben wir mal eine Kategorie gehabt von einem guten Spiel und einem schlechten Spiel von damals. Jeweils und jetzt. Und da Klunker, also das war legendär. Also das war Evil Dead und ich habe gefeiert. Ne? Ich habe beim Schneiden so gefeiert. Evil Dead ich war konnte ja nicht mehr. Klasse Spiel. Ich konnte nicht mehr, wirklich. Auch die das schlechte ist ja, was war das? Warte, Battlefield 5. Ja, das war ja wirklich eine grausame. Nee, legendär. Also schade, dass wir es nicht auf dem Kanal zeigen durften. Aber das war ein mega gutes Video. Also das war ja schade. Ja, das stimmt. Und hier ist ein Kollege, der sagt uns noch ein bisschen was. Und wenn wir dem Kollegen die Früchte, hier sehen wir es, 20 Berries geben, wir haben ja 26. Yep. Dann kennt ihr das vielleicht auch noch bei Banjo und Tooie und Banjo und Kazooie, da gab es so einen Maulwurf, ne? Das war, glaube ich, ein Maulwurf. Genau, ja. Und der hat euch immer neue Skills und Fertigkeiten beigebracht. Und hier ist es halt jetzt ein Adler. Bams! Aber jetzt ein Slam nach unten, ne? Also quasi ein Headbutt nach unten. Und es ist schon sehr angelehnt an das Spiel, ne? Aber warum auch nicht? Man kann auch gut klauen. Und da haben wir einen Drachenzahn. Jo. Machen wir 1000 Abonnenten erreichen, Leute. Machen wir so ein Special. Ja. Dann ist er dann der Speedy nackt zu sehen. Ja. Aber ich wollte gerade sagen, Speedy war beim Special gar nicht dabei, ne? Bei 1000 hast damals noch. Ja, bei 1000 erst. Naja, vorher können wir das nicht den Leuten antun. Weil wenn wir das vorher machen, können wir den Kanal wieder zumachen. Dann wollen wir alle Abonnenten verlieren, das ist scheiße. Ja. Das wäre eigentlich das Erste. Dann bei dem Nacktvideo mal 500 verlierst, dann... Hier ist so eine Nebenaufgabe, Leute. Da müsst ihr so klassisch, kennt ihr ja mit so einem Hammer. Ja. Die Köpfe, die rauskommen, treffen und hier muss es halt ein Headbutt. Ich glaube, im theoretischen Sinne heißt es Rag-a-Mole. Rag-a-Mole, richtig. Stimmt.
genau. Oh, jetzt ist, also in der Testaufnahme lief es nicht so glatt. Ach, das ist voll drin im Fuchsding. Ich brauch den Druck. Ich mag schon. Da braucht die Aufnahme, da braucht die Zuschauer, da braucht einfach dieses. Kein einziges mal vorbei. Das ist ja. Das ist einfach grandios. Legendär. Ne? Fast schon legendär. Das ist halt ein Show, im Showbiz geboren, Leute. Das ist halt. Also, wenn die Entwickler uns jetzt den Kini schicken, dann weiß ich auch nicht mehr, du. Wieder haben wir einen Zaun gefunden. Schön. Zwei Stück haben wir schon. Ja. Ragamole! Ach, du stehst ja. Man kann es einfach machen oder einfach horden. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Zähne es gibt. Haben die es gesorgt am Anfang? Es stand, glaube ich, nur dort, dass du welche sammeln kannst, aber ich glaube, wie viele, glaube ich, nicht. Ich glaube, bei Benji Tool war es so, wenn du eine gewisse Anzahl hast, gab es ein Leben, ne? Kann sein, ja. Ja, und wir können mit Y und dem rechten Stick können wir uns ein bisschen umgucken. Genau. Hast du mich auch schon entsorgt, habt davor schon gesehen mit Ohren, ne? Ihr könnt es also komplett mit Controller spielen. Ja, das ist sehr gut, auf jeden Fall. Finde ich nicht gut, naja. Ihr könnt. Für den Flunder aber nicht schlecht. Du spielst ja solche Spiele gar nicht mit dir. Ich habe früher Ratchet & Clank gespielt. Ratchet & Clank, ja, ist auch ein bekanntes Jump'n'Run-Spiel. Da müssen wir auf der PlayStation. Gab's auch ein paar gute Teile. Gab's der 1 und der 2. Richtig. Also, es gab es auf der 1, PlayStation 1 und PlayStation 2. Ich glaube, auf PlayStation 3 gab es dann auch wieder 1. Ja, gab es auch 1. Gab es das neue. Das war aber dann nicht mehr so beliebt. Das war einfach sehr viel Zeit verstrichen zwischendrin. Aber das war auch ein cooles. Da habe ich auch gespielt mal. Hatte eine Freundin von mir. Da habe ich so mal ein bisschen gespielt. Also, das hat auch Spaß gemacht. Ne? Also, ich finde eigentlich prinzipiell Jump'n'Runs sind für zwischendurch nicht schlecht. Oh, da gibt es eine Höhe da. Die hatte ich auch. Also die PlayStation 2 nicht, die Freundin. Nee, schon klar. Oh, die Spinnenhöhle, da wollen wir eigentlich nicht rein. Nee, das ist eigentlich nichts für uns. Ne? Wir haben schon zwei Horrorspiele gespielt, die waren nicht so schlimm wie das jetzt, ja. Es gibt ja eine freundliche Warnung. Leave now. Oh, da kommt bestimmt noch mehr. Oder was Größeres. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Töte sie alle. Soll ich riskieren? Ja. Definitiv. Ausschleichung. Du willst den Pilz. Will ich das? Du hast es doch gefragt. Ja. Ist blatt los. Ich glaube, dass da noch eine große kommt. Naja. Ich hoffe's. Du eklig. Du musst die alle platt machen, Flora. Soll ich's wirklich? Ja, los jetzt. Aua! Ich wollte gerade sagen, mach doch. Mach doch keinen Scheiß, Spinne, lass mich doch in Ruhe! Ah, zack! So schön. Ja, ich hab's geahnt. Was hast du getan? Myself. Ich hab's gewusst. Oh, Arachno. Ach du Scheiße. Luna, was tust du? Du Verrückter. Das Problem ist, ich hab nur noch E-Herz. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Aber guck mal, noch nicht ganz ausgereift. Aha! Ja. Was? Headbutt. Headbutt. habt ihr gesehen vorhin? Hätte ich mich schnell getroffen, ne? Und das ist aber. Aber! Spinnenfinger! Muss ich ein bisschen konzentrieren, der Flunder? Da werden wir jetzt mal ein bisschen Quatsch spielen. Oh, Spinnen. Oh, okay, nice, wieder getroffen. Ich glaube, das musst du nur dreimal machen, klassisch. Jump'n'Run eigentlich. Das ist eigentlich klassisch, lass ja, mich. Dreimal. Lass mich! Genau. Geh weg, du dreckigen. Oh, Alter. Hui! Geh weg! Das ist auch so ein Ding, ne? Wer hat es erfunden? Dreimal, ne? Scheiße, hab ich versaut! Oh, aua! Oh. Nein! Aber dreimal ist eigentlich meistens so, das ist bei Schere, Stein, Papier. Ja. Hast du auch meistens dreimal? Stimmt. Bei diversen Endbossen hast du dreimal. Du Pisser! Ja. Aber wer hat das mal erfunden? Ne? Dreimal. Sehr gut, Flunder. Sehr geil. Wer kommt auf die Idee dreimal? Gut, Schere, Stein, Papier. Gut, es könnte sein, dass dieses typische Spiel gegeneinander, ne, dass das halt so weitergeführt wurde. Boah! Das ist schon
Ja, schön, hast du nämlich einen Zaun gekriegt, siehst du? Oh, das war schon krass, also war schon, war es gut gemacht. Auf Messer und Schneider auf jeden Fall. Aber schön gemacht, schön weggerannt, nicht schlecht. So, also wenn ihr Spinnen im Haushalt habt, dann holt einen Flunder, dann macht ihr alle weg. Nee, holt nicht. Ich glaube manchmal, dass das dreimal ist einfach aus der Herausforderung raus. Dass du sagst, du brauchst drei Möglichkeiten, um den Gegner zu besiegen. Ja, wäre auch möglich. Aber du hattest ja damals auch schon bei Zelda zum Beispiel. War es auch so, jeder Boss hatte immer drei. Also musste es nochmal dreimal besiegen. Ja, das hat sich echt so bis heute auch gehalten. Ne? Interessant. So. Geht weg, ihr Spinnies. Aber das stimmt, das kann sein aus der Herausforderung. Aber ich mag keiner. Weil bei drei steht ja dann der Sieger fest. Sozusagen. Genau, du kannst ja quasi 1 ja. zu 0, dann 1 ja. zu 1. Beim dritten Mal hast du quasi die Entscheidung. Das stimmt, das könnte sein. Du hast recht. Ja, eine logische Erklärung. Oh, jetzt hast du nur noch 60 Sekunden. Ach so, das ist dann, wenn ich alles klar, okay, so muss ich dann dort weitergehen. Alles klar, aber gucken wir jetzt erstmal hier. Rein ins Loch. Ein neues Glück. Ancient. Ja, moin. Warte mal, Vogel mit dem Hut. Hallo, Zauberer Piepmatz. Genau, mit dem Magierhut. So, das ist der Wächter. Das ist aufs Maul, Junge, kann ich aber sagen. Der Chosen Adventure Runde, da sind wir halt. Ne, das sind wir doch, Mensch. Richtig, eine auf die Fresse. 40 Berries willst du haben? Oh, eine fehlt mir, willst du mich rollen? Hast du doch gleich raus. Klassiker. Also, da wartet auf dem heiligen Typi. Bim bam, da drüben hast du ihn. Schreibt auch mal rein, Leute, was das sagt zu der Mucke. Ich finde persönlich, es klingt wie so eine Jägermucke, wenn die auf die Jagd gehen, so ein bisschen. Ne? Ein bisschen. Aber sonst ist es nicht schlecht, oder? Flunder, was sagst du jetzt? Das geht gut, auf jeden Fall. Das ist ganz nett. Auch interessant, dass du die ganzen Bären dafür verwenden musst, um Fähigkeiten zu lernen und nicht um Leben zu kriegen, ne? Oh, Eis, okay. Using to look around. Okay, ja, das ist wirklich wie Banjo Kazooie, wenn die da Eier schmeißt, ja. Dann. Ja, genau. Hab ich auch gerade gedacht, richtig. Okay. Oh Gott. Aha. Kannst du aufladen, glaube ich, dort. Uah. Ach, guck mal an, okay. Na, ist das doch. Wenn ich mit Tui schießt der Eier, aber dort. Du kannst jetzt zum Beispiel hier drüben rüber, genau da. Ah, okay. Aha. Ah, musst du dort oben nochmal hinschießen. Ah, schlecht. Ach so, okay. Interessant, ne? Nicht schlecht. Das geht nicht, okay. Ach so, das zerstört aber dann. Ja, aber was für ein Indie-Spiel, Leute? Nette Idee, also das musst du echt sagen. Ah, das zerstört aber dann auch. Alles klar. Ah, das ist cool gemacht. Ja, das ist echt nicht schlecht. Sagen wir, solche kleinen Rätsel hast. Also du kannst auch mal drei Stück machen. Und dann wird das erste wieder. Oh, okay. Wird das erste wieder zerstört. Das heißt, du musst eigentlich heraufkommen. Ja, aber komme ich halt näher. Kann das sein, wenn du auf das Grüne gehst und springst dann und dann schießt? Na, das habe ich ja probiert. Ja, ich da, weiß. Da fällt Rono her. Nee, dort hinten in der Ecke, aber springen und schießen. Nee, okay, da fällt auch. Da fällt Rono halt. Kannst du zwei aufeinander stellen? Der andere haut dann wieder ab, wenn ich den. Ach so, weil du unten das Eis genommen hast. Okay, ja, okay. Es könnte maximal sein, dass ich machen kann, dass ich im Sprung hier und dann. Nee, das geht nicht, okay. Nein, geht auch nicht.
Okay. Interessant. Das ist eine gute Frage jetzt gerade. Finde ich nicht gut, dass es so knifflig war. Warte mal, drück mal, geh mal auf das. Geh mal auf das Grüne drauf. Drück mal Y. Kannst ja rumgucken. Gibt es da irgendeine andere Stelle, wo du hinschießen kannst vielleicht, dass du da drauf springst? Nee. Dass du hochkommst, der macht da keinen Sinn, ne? Ich muss auf den Buddle auf alle Fälle. Ja. Das ist natürlich jetzt gar nicht mehr so ohne. Kann ich das vielleicht auf hier drauf machen? Habe ich auch gerade gedacht, aber naja. Und dann dadurch. Ha! Sag doch mal, was du scheiß Vogelkunde. Erstmal. Naja, gut, okay. Dann lassen wir das erstmal. Ja. Genau, ist ja eine Demo, ne? Also muss ja nicht alles zeigen. Spielt selber mal, schreibt mal ein, wie man es machen muss. Wenn ihr es rausgefunden habt. Hört mal interessant. Bin das auch! Haha, hab dich angespuckt. So, hier haben wir den 5er, der 1. 1. 2. Geht weg! Spackelacken! Spackelacken. Ich mag keiner euch gesocks. Na, 3. Du hast die grounded, Junge. Das ist der 5. Oh, jetzt der 4er. Ja. 4er. 5. Ich bin so froh, dass ich zählen kann. Ich glaube, es gibt 10 der Welt. Eieiei. Na, aber nö. Obwohl 10 ein bisschen viel war, ne? So. Jetzt haben wir die alle eingesammelt, wir haben die alle eingesammelt. Ich hab das eingesammelt. Du musst noch 1. Das war 1, ja. Ich glaube, du musst noch oben weiter. Ja, du, es gibt 2 Möglichkeiten. Immer gibt's die Möglichkeit, unten den. Das Tor aufzumachen. Das Tor und runter zu schwimmen schnell. Um da weiterzumachen. Das kann man ja mal tun. Upsala. Hi! Hi! What? What? Ja! Pisser! Speedy-Fuchs. Weil da komm ich ja. Obwohl, da könnte ich Asuna aufkommen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Das wird. Ach du Heiliger. Gott. Das ist dann schon. Muss man einen Fuchsschwanz ein bisschen zusammenkneifen, dann geht es schon. Fuchsschwanz gerade ins Maul nehmen, dann geht es. So weit. Oh, muss ja nicht glauben. Das ist jetzt. Ah, siehst du. Easy peasy. Du kannst das Tor aufmachen. Ah, ja, ganz klar, genau. Aber hier drüben, okay. Ach du Scheiße. Na, nur aber schnell. Jetzt aber Speedy Fuchs alles. Ich find's ehrlich gesagt gerade gar nicht. Haha! Jetzt muss ich wieder ganz nah auf. Leck mich. Nice. Obwohl, nee, muss ich nicht. Ich bin doch blöd. Oder? Auch das. Ich will an den. Nein, ich will an den Upper. Ah! So haben sie sich nämlich gedacht, die Jungs. Richtig gemacht. So, dann. Ja, jetzt kannst du nur diesen Schalter betätigen. Und dann hauen wir uns unten das Ding durch, oder? So sieht's aus. Aua, jetzt halt mal auf. Ob ich das Wasser schaffe, wenn ich einfach mal durch ein Wasser durchknall? Es ist übel, ne? Also, alles, was ich sagen will, sagst du schon. Genau, hab ich auch gerade überlegt, ob du einfach vielleicht runterschwimmen kannst. Ich glaube, es müsste gehen, oder? Klar, locker. Locker. Fahr zu, Junge! Ja, ganz locker. Siehst du? Schön. Hallo! Ja, da gibt's bestimmt Wasserfallhöhle. Schön. Okay, na, da mach ich nicht nochmal, das muss zu tief. Noch nicht. Bim, bim. Bin ja, aber das passt jetzt null. Aber,
Aber ja, nee. Da würde ich hingehen. Da ist ein Schild, das ist das. Da, stimmt. Das stimmt. Ist interessant. Aber da ist ja ein Gitter. Ha, gefährlich! Volles Risiko, Leute. Ah, okay. Sorry, whatever mysteries lie through here can't be reached in this demo. Frechheit! Schön. Weißt du, dann sieht man... Du hast jetzt null, aber da, der Wasserfall erinnert mich übelst an Ork Survival Evolved. Als ich mit dem Speedy mal so eine Seelandschaft gefunden habe, und da konntest du also runtertauchen und so einer... Oh, Alter. Musstest du an so einem Wasserfall durch, das... Ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Oh, irgendwie hat mich das gerade, ich weiß nicht, wo man mich so erinnert, die Höhlen waren auch bekannt bei Ork, ne? Nicht weißt geil. Du, das ist eine leichte Ork-Macke. Auf jeden Fall. Haben wir zu lange gespielt. So, acht Gaste, das eine das Aufgabe. Das wird wieder mal Zeit wahrscheinlich. Ja. Warum gibt's da viel Reise? Tja, jetzt. Jetzt müsstest du die Aufgabe schaffen mit dem. Ich sag, ja, wir haben recht gehabt. Das gibt 10 Stück, krass. Das haben wir natürlich trotzdem. Jetzt muss ich das irgendwie dort oben. Ich muss irgendwie das Rätsels Lösung schaffen. Ich meine, so blöd bin ich doch nicht. Das muss ich doch irgendwie schaffen. War ja oben noch irgendwas? Ich hab dort den einen geholt. Dort war nochmal. Ist da oben noch was? Nee. Ne, du musst in der Höhle hier mit dem. Ja, ja, nee, sonst muss er. Nee, ich glaube, mehr gibt's nicht. Also, ich glaube, du hast dann sonst alles. Okay. Hallo, Engine Grotto Typ. Das sind eine GF2 Ice Mushrooms. No, no bound. Enough wisdom will find a way for one to help the other. Also ich muss ja auf alle Fälle erstmal hoch. Komme ich ja so und so nicht drum rum. Nee. So, ich muss auch den machen, also komme ich auf alle Fälle nicht runter mehr. Das heißt, ich habe ja eigentlich nur die Wahl, das eine Ding hier zu schmeißen. Du könntest zerstören. Das müsste. Du könntest jetzt die grüne Energie holen, dem zweiten Eisding runter, das zerstören. Na gut, da hast du aber. Na gut, das ist ja nichts. Ich weiß nicht. Dann hast du ja zwei grüne, ne? Aber zwei geht ja nicht, weil du ja immer. Ja, deshalb musst du die Eisdinger aus wegkriegen. Wie meinst du das jetzt? Komm ich jetzt nicht auf. Ja, geh mal auf die grüne Blume. So, dann spring ganz runter. Und mach unten das grüne hin, anstatt das weiße, das gelbe, das blaue, meine fast. So, zack, jetzt hoch. Hast du. Ach, scheiße. Na, ist egal. Hol dir die Energie. Brauchst du aber eigentlich nicht. So, dann springst du hoch, du brauchst jetzt nicht schießen. Mach mal hoch. Genau. Dann hier das blaue hin. Ach ja, jetzt hast du. Ja. Das ist es. Gut gemacht. Genau. Mensch, Holler, du bist das ist also. Boah. Errischer Fuchs. Aber Errischer. Da könnte fast was mit dem Spiel zu tun haben. Das ist ja. Weil das ist so. Ja. Brauchst du da nochmal Energie? Ist so gleich wie das Zelda-Rätsel. Da hast du das genauso gehabt bei Breath of the Wild. Da hattest du auch drei Sachen, die du machen kannst, und ab dem vierten Mal ging das erste weg. Und da musstest du immer so ein bisschen. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Aber es ist eine coole Sache so. Also eine nette Idee. Finde ich ganz cool. Also ich finde es echt versuchen. Nein. Echt. Man muss sich nicht so blöd anstellen. Das ist echt dann stellenweise die. Die, nee, wie soll man das sagen? Die. Die Steuerung dann doch ein kleines bisschen zu happlich. Also, wenn du hier die Sprungpassagen hast. Ich hab. Dings gespielt, du weißt mich mehr. Ja, ne, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es trotzdem schön ist, wenn die Sprungpassagen schwierig sei. Und ja, aber ich hab. Wie ist das gleich? Legend of K gespielt. Da war es genau das Problem, dass diese Steuerung einfach nicht zum Dings gepasst hat, zum Spiel.
Oh, Alter. Ah, schick. Ah, schick. Ich hab immer Angst bei so schmollen Pforten, ja, das ist irgendwie... Ich hab ein goldener Pilz. Wollte ich nicht haben. Was? Ja. Was? Ich hab's wirklich nicht, was? Warte mal. Ja, da ist ein goldener Pilz. Aber ich glaube, du musst von innen rein. Wenn du jetzt reingehst, hast du ja links gleich so einen Wasserfalleingang. Siehst du das? Nach dem. Okay. Ich weiß nicht, dass du hinspringen sollst. Die Sonne, dass er da ist. Ja, du musst hinspringen. Haben das Schema aktiviert? Okay, ja, mal wieder. Oh Gott, das will. Boah, das ist schon. Okay, das ist eine Nummer härter. Ja, nehmen es erstmal mit. Ja. Oh, weiß. Nein! Ah. Das ist so traurig. Das ist einfach, ja, aber das ist nicht so schlimm, weil jetzt haben wir ja den Punkt, ja, dort erreicht. Das heißt, jetzt können wir drauf kacken machen und können hier hier und können dort direkt hin. Haha! Ah! Der schlaue Fuchs, du. Ja, da kommt der Fuchs durch. Ja, da ist er da, der Junge. Das ist echt, also ja, jetzt aber jetzt, vor allem geht es schnell weg, ne? Ja. Wo geht das jetzt hier? Das geht so hoch. Ich hätte ja erstmal versucht, das den Wasserfall zu holen. Hm, na, das will ich ja jetzt. Achso, ja. So komme ich halt. Ich wollte ja mal gucken, wie ich da. Ah ne, da kommst du wieder raus. Da musst du. Okay. Probieren wir jetzt einfach mal. Hör dann! So. Oh, das war so einfach. Da hast du zwei Stück schon. Okay. Oh, oh! Aber egal, wir ich haben möchte, ich möchte, Checkpoint. Ich möchte nichts sagen. Also ich glaube, du musst jetzt erstmal Y drücken und erstmal müssen wir uns erstmal umgucken. So, genau. Da komme ich da also hin. Geht da komme ich da hin. Dann geht die hoch. Nee, ich okay. Muss, bei also, da muss ich dort oben drauf, ja, irgendwie kommen. So. Ja, dann musst du da, bei der, die hoch zugeht, musst du schon das erste Ding setzen, wahrscheinlich. Und dann drauf und drüber und bapp. Oder? Da komm ich. Mach's dort weiter, ja. Ja, gut, probieren wir mal das. Okay. Hopp. Also, das ist aber dadurch, dass es dann noch schnell sein muss. Mhm. Alter, das ist schnell. Das geht ein bisschen schneller, ja. Bisschen schneller ist gut. Ich war ja aufs Schärfste, auf irgendwelche Verrücktheiten, ja. Du Heilige. Wo soll ich sie dann nicht, wenn ich dort hin mache? Ja. Kommst du da überhaupt hin? Ich glaube, das wird eng, oder? Nice. Ach du Heilige. Oh, krass. Da sind wir hier im Canyon. Garudetal. Ja. Kann man so sagen. Jetzt nur um diese drei Dinger, wir sind nee, forschen. Nee. Ist noch rauf, aber du kriegst da die. Ach du Scheiße. Oh Gott. Geht das? Schaffst du das? Also vielleicht, wenn ich es genau mache. Ah, das ist wirklich knalleng. Aber interessant, ne, was die so für Dinger machen. Oh Gott. Also, das war ein Kanban, Leute. Geil. Speedy, bist du stolz auf mich? Geringfügig, ja. Sind wir alle. Ja, es war schon mal mehr, aber... Aber ich muss auch sagen, es ist wirklich einmal cool, wieder sowas zu spielen. Ich muss es wirklich so sagen, einfach. Ja, aber es ist auch nicht schlecht gemacht. Also, es ist einfach, okay. Aber es ist nicht ganz schlecht gemacht. Die Sprungpassagen hier sind schon aber ganz schön übel. Ja, da ist halt immer das Problem. Ne? Wenn die Steuerung dann nicht punktuell ist, ist es halt echt schwer, ne? Oh, machst du ja ganz gut. Ah, guck mal, das ist das Letzte. Denke ich zumindest. Dass es 10 Stück gibt. So, ja. At the River Source. Sehr gut.
So, jetzt habe ich bloß noch unten in dieser Höhle den einen anderen Weg, den wir noch nicht gegangen sind, ne? Weiß nicht, uns war interessant zu wissen, ob du jetzt ruhig ein bisschen, ob du dann halt zur gleichen Stelle rauskommst, ne? Das werden wir sehen. Oh, schick. Das war, ah, perfekt, ich wollte sagen, das Next. War... Ja, ich wollte gerade sagen, das war ja... Ich wollte gerade sagen, das war skillig wie Sau und dann verkackt man es doch, ey. So, jetzt müssen wir, also das haben wir geschafft, da sind wir hochgekommen. Das heißt, wie machen wir das jetzt, wenn wir da drauf sind? Wo geht's denn da drüben weiter? Wir müssen da auf den... Ah, okay, oben. Ja, okay, ich hab's drin. Okay. Wir müssen auf das Plattel, dann das Plattel und dann müssen wir irgendwie auf den Platten müssen wir das Eisding schießen. Und von dem dann dort hoch, aber das wird da wieder, also leck mir am Arsch, du. Das war jetzt zu... Egal, bleib doch drauf stehen, erstmal. Ich muss das... Ja, jetzt. Rüber und schießen. Nein! Das geht ja... Ah, das... Ah, oh, fuck. Das geht ja gar nicht, oder? Hm, ich muss den anderen. Aber der auf der Platte? Ja, ja, der schießt nicht gerade aus. Ja, ja, ja. Wie mache ich denn das wieder? Oh, die wollen eine 2 von mir. Ja, ich. Ich das oder halt so fährt es dort direkt an der Wand? Dort drüben? Dass ich von. Also, das kann sein. Ach so, ja. Ne, ich glaube, so an der Ecke muss ich das bestimmt platzieren hier irgendwie. Ja, dann komme ich dort hoch. Oh Gott, das ist aber wirklich, also. Na, das ist schwer. Wir sind doch eine Macke, haben wir sich einen Rotzer. Ja, haben sie vielleicht auch. Haha, und wieder genau in der Mitte durch. Oh, und wieder dort raus. Oho. Das ist aber eine Fähigkeit, die du haben musst. Naja. Wenn du dann beim 50.000. Mal den Teleport genutzt hast, hast du auch die Schnauze voll. Das ist wahrscheinlich der Teleport dann aus. Alter, leer. Ist nur vor 20.000 mal ausgelegt. Naja, das, da fliegt dann trotzdem der Drummer. Du musst vielleicht, gehen wir noch zurück, du musst bestimmt gegen die Bande schießen und dann auf dieses Ding, was hoch und runter geht. Ach so. Ach ja, wenn gegen die Wand, boah, dann... Boah, das ist aber zurück, übel, ja, Alter. Ja, das ist was Schönes. Aber könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da irgendwie... Na gut, das muss aber... Ja, ich weiß, wie du meinst, aber das ist... Du musst aber, glaube ich, erst drüber springen auf das andere. Und dann, wenn es runter geht, schießen und wenn es hoch geht. Das war sogar relativ. Ich glaube, du musst aber schon rüber. Also, gut, du kannst so probieren, vielleicht geht es auch so, ja. Ja, ich kenne das. Ja, es kann erst eigentlich mal rüber. Ja, es geht auch. Ja, ja, ja. Das geht auch gehen, vielleicht, ja. Ja, das ist aber auch schon, also. Ist hart, ja. Boah, Alter. Ah. Ja. Kind auf solchen Schnulli. Ja. Die Entwicklers. Jawohl! 11. Nice. Demo completed. Oh, ja, aber 11 Stück ist eine komische Zahl, finde ich. Aber... Gegenseitige Schulterklopfen. Oh, mach ich. Boah, das war jetzt schon ein Ritt, ey. Get the full experience. Only feedback. Back to my menu. Den übelsten 100% Run hingelegt, Leute. Ja. Der Fuchs freut sich wie Schnitzel. Zu Recht, zu Recht. Da will genauso sehr mit Schwanz wie ich gerade. Ja, okay. Ich muss aber. Vor Freude. Ich muss aber wirklich sagen, Also die Steuerung war gut, aber auf diesen Plattformen war es schon ein bisschen. Ist schon schwammig. Also so einen perfekten Sprung hinzukriegen, da merkst du einfach, dass das da ist wie auf Eis dann, weißt du, da tut immer so weitergehen noch und das ist dann sehr schwierig. Ansonsten hat es mega Spaß gemacht. Die Anspielungen Benji und Tui und Kazooie sind halt da, ne, mit den Sachen sammeln, mit den Puzzleteilen, hier sind es halt die Zähne und erledige Aufgaben bei Kollegen, die dir dann wieder was geben und du kriegst einen neuen Ort und aber ganz ehrlich, lieber besser geklaut, als was Neues erfunden, was nicht funktioniert. Ja. Und das war gut.
Kann man nicht sagen. Und das war eine schöne Länge von der Demo. Man konnte richtig reinspielen. Also ich fand das Spiel einwandfrei, aber mir hat es Laune gemacht. Ich fand's gut. Ja, war cool. Hat auch Spaß gemacht, zu gucken, zu reden. War echt mal ein schönes, nettes Jumpman für zwischendurch, muss ich echt sagen. Also es war mal nicht schlecht. Ja. Kann man nicht anders sagen, meine lieben Freunde. Wenn es euch auch gefallen hat, dann ladet es euch einfach runter. Kids Quest im Steam. Und mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank für euch zwei fürs Dabeisein und Miträtseln. Allein wäre ich hier ganz schön aufgeschmissen gewesen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, das alltägliche, ne? Like und so. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschö mit dir. Tja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst einen Fuchs da und wie ihr schon im Endscreen sehen könnt, immer schön mit dem Schwanz wedeln. Bis zur nächsten Demo. Tschüss.